Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute mal wieder Rouladen, diesmal ein bisschen anders, und zwar aus dem Schweinenacken. Ja, diese Rouladen haben wir letzte Woche schon gemacht, deswegen gibt es heute keinen Abspann. Ich kann nur so viel sagen, probiert beide Füllungen aus, macht die Soße so, wie wir sie gemacht haben. Ist eine total leckere Sache. Wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. So, genug erzählt, Video ab, viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hallo ihr Lieben, heute soll es Rouladen aus Schweinenacken bei uns geben. Dafür haben wir 4 dünn geschnittene Scheiben Schweinenacken. Der wird natürlich nachher noch etwas platter gemacht. Wir haben Schalotten, das sind 250 Gramm. Wir haben Champignons. Wir haben Hähnchenbrust oder Bacon, wahlweise. Ich werde die Hähnchenbrust nehmen, Helmut den Bacon für die Füllung. Tiefkühlerbsen, etwas Butterschmalz zum Anbraten, Gemüsefond, Pesto, gewürzt wird mit Pfeffer und Salz und wir brauchen etwas Soßenbinder. Eventuell kommt noch etwas Kochsahne rein, aber das muss ich später sehen. Jo, und wie es jetzt weitergeht, zeigen wir euch gleich. Als erstes plattiere ich unsere Nackensteaks. Ich habe das Stück zwischen zwei Frischhaltefolien gelegt. Und jeder, ja, so wie mich, ich mir das gedacht habe, gibt es nämlich nicht. Na doch, funktioniert. So läuft doch. Mit Nudelholz drüber. Ja. Okay, und so würde ich jetzt mit den anderen auch weitermachen. Es geht. Und nun bereiten wir unsere Rouladen vor. Die Nackensteaks bestreichen wir mit Pesto. Eins habe ich schon vorbereitet. Das zweite folgt. Und die anderen beiden dann natürlich auch. Eine Roulade belege ich mit Hähnchenbrust. Aber da Herr Kühne Hähnchenbrust nicht so gerne mag. Kriegt er Bacon. Kriegt er Bacon. So. Und noch ein. Noch ein. Eine kann noch rauf. Ach klar. Mensch. So. So. Das Ganze wird gewickelt. Ja, kriege ich das hin? Jo, kriege ich hin, aber. Mit den Dings ist nicht so wie mit Rouladen, wenn man Rinderrouladen hat. Na, die sind auch ein bisschen dünn jetzt, ne? Naja. Ich hoffe, ich kriege es in der Pfanne hin. So. Mit Rouladennadeln. So. Jetzt wickele ich meine noch. Jo. Aber der Fleischer hatte recht, ich soll die nicht so dünn nehmen, weil die auseinandergehen durch die Maserung. Hätte ich mal auf den gehört. Doch, es geht. Ich denke auch. So würde ich jetzt mit den anderen beiden verfahren und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun braten wir unsere Rouladen von allen Seiten schön an. Oder versuchen das zumindest. Dadurch, dass die so als Denke sind. Ja, wie gesagt, die werden jetzt hier rundherum angebraten. Und wenn wir dann soweit sind, melden wir uns wieder. Unsere angebratenen Rouladen nehme ich nun aus der Pfanne.
So, und stell die mal beiseite. Vorsicht, heiß. Und nun geht es weiter mit unseren Schalotten. Die kommen in das Bratfett. Und unsere Pilze. Und die dürfen jetzt ein wenig anschmoren. Und nun geht es hier weiter mit dem Würzen. Heute mal per Handbetrieb, weil eben gerade unsere Pfeffermühle ihren Geist aufgegeben hat. Die hat nicht ihren Geist aufgegeben, die Batterien sind leer. Ach, weil so plötzlich. Egal. Ich hoffe, die tut's noch. Ja, sie tut's noch. Unsere Salzmühle geht noch. Ich denke, das reicht an Salz. Ich denke wohl auch. Das Ganze rühren wir einmal um. Nun kommen unsere Rouladen wieder drauf. Ups. So. Und jetzt gebe ich den Gemüsefond dazu. Nun darf das eine Stunde auf jeden Fall auf dem Herd köcheln, schmoren und dann sehen wir uns wieder. Genau. Ja, das ist nun unser Rest von Flüssigkeit. Alles verschmort, verkocht, wie auch immer. Ich gebe nun unsere Tiefkühlerbsen dazu. Erbsen. Wie ich vorhin schon angekündigt hatte, Kochsahne. Mir fehlt einfach Flüssigkeit hier drin. Und wahrscheinlich wird das schon reichen, um dicklich einzukochen. Aber dennoch nehme ich etwas Soßenbinder. Aber nimm nicht so viel. Nein, einen Esslöffel dunklen Soßenbinder nehme ich ein. So. Das ist aber auch ein guter Esslöffel. Ein guter Esslöffel. Das Ganze lassen wir aufkochen. Und dann kommen unsere Rouladen wieder dazu. Die hatte ich vorher übrigens rausgenommen. Logisch. Genau, man sieht sie ja auch gar nicht mehr hier drin. Gleich sehen wir uns wieder. Ich denke dann auch schon zum Tellerbild. Nee, erst wenn die Rouladen reinkommen. Na gut. Unsere Soße kocht auf. Soßenbinder hätten wir nicht gebraucht. Helmut hat recht gehabt. Wie meist. Wie meist, genau. Es wäre auch von der Kochsahne richtig schön eingekocht. Unsere Rouladen lege ich nun wieder rein. Dass sie ein bisschen in der Soße ziehen können. Habe ich ein paar Pilze mitgenommen. In der Zwischenzeit, denke ich, werden dann auch unsere Kartoffeln soweit sein, die es dazu gibt. Ja, heute gibt es Salzkartoffeln dazu. Und dann können wir essen. Ja, wir sehen uns gleich beim Tellerbild. Kühnes Kochkanal.